Im Memo vom Monat eröffnet man ja den ÖV-Hub. Das ist ein historisches Projekt. Wie sieht es uns? Seid ihr auf Kurs? Ja, wir sind mit dem ÖV-Hub in Viescheralpen auf Kurs. Wir wollen am 7. Dezember eröffnen und ich kann euch sagen, dass schon die ersten Gundeln heichen jetzt an der neuen 10er Gundelbahn und wir freuen uns natürlich sehr auf die Eröffnung von dem 7. Dezember. Wegen dem Permafrost hat man ja die Strecke Kühlboden von der Viescheralp bis zum Prüf auf die Säckeschuhe müssen zuten. Könnte der Permafrost sonst noch so ein Thema für die Bergbahnen sein? Permafrost ist immer ein Thema, grundsätzlich sage ich mal, in Höhenlagen ab 2500 Meter und mehr. Es kommt dann auch noch so ein bisschen auf die Exposition von diesen entsprechenden Hängen oder die Ausrichtung von diesen Hängen an. Und das ist natürlich ein Thema, das die Bergbahnen beschäftigen. Wichtig ist aber, wie man mit dem umgeht. Da muss man, wenn man das hat, muss man es über das Monitoring einführen und auch entsprechend korrekt und rasch handeln, wie wir das Anfang Oktober bei der Pendelbahn und Prüf auf Säckeschuhe gemacht. Jetzt habt ihr mit der Fusion und dem ÖV-Hub schon zwei historische Projekte gehabt. Das waren schon prägende Jahre gewesen. Ja, es waren prägende Jahre, vor allem auch sehr intensive Jahre. Wir haben wirklich versucht, die Bahnen und damit auch die ganze Destination mit diesen Projekten und mit diesen Angeboten voranzutreiben, sodass wirklich alle einen Mehrwert haben. Ich rede hier natürlich in erster Linie von einem Gast, aber dann auch von einem Leistungsträger und schlussendlich auch von den Bahnen, also von den Mitarbeitern, dass die euch etwas da zurückverkommen und euch einen gesicherten Arbeitsplatz in der Zukunft beischeint. Die Wintersaison steht ja jetzt bald an. Wie sieht es uns? Sind ihr eigentlich gewappnet von den alten Spanien jetzt? Wir sind wirklich in der Endphase von der Vorbereitungen auf den kommenden Winter 2019-20. Ich kann euch sagen, dass wir bereits schon alle Schneekanonen und Lanzen bereit haben. Also sobald die Temperaturen jetzt dann in einem guten Bereich am Brich gehen, werden wir eigentlich dann schon loslassen und die technische Beschneiung eigentlich anwerfen. Die Fusion ist ja jetzt schon zwei Jahre her. Die OLED-Spanne haben schon ein bisschen Vorzeigencharakter. Wie sieht es uns? Sind ihr positiv unterwegs? Jetzt in Bezug auf die Zahlen? Ja, wir können ein sehr, sehr gutes Geschäftsjahr ausweisen. Wir haben auf der Ertragsseite sehr gute Zuwachsraten beim Verkehrsertrag. Sei das beim Winter, da haben wir eine Steigerung von 4,9% im Vergleich zum Vorjahr können erwirtschaften. Und im Sommer können wir auch auf einen tollen Sommer 2018 zurückblicken. Da haben wir ein Plus von 9%. Dann schlussendlich das, was dich interessiert, ist natürlich das EBITDA, das operative Ergebnis. Auch das kann sich sehen, das haben wir markant steigern und das Gleiche kann man auch vom Cashflow sagen. Also insgesamt wirklich ein sehr, sehr erfolgreiches Geschäftsjahr. 2018-2019 in den OLED-Bahnen. Und was ich euch sagen kann, ist, dass die Fusion trägt euch schon erste Früchte im Sinn von der Synergie. Wir haben Synergieeffekte von 1 Million im letzten Jahr schon, im ersten vollen Jahr, wo die Fusion jetzt so ist, zum Tragen kommen, erzielen. Ihr habt es ja schon angesprochen, die Synergieeffekte. Wo hat man jetzt alles können, Kosten sparen? Ja, vor allem sicher beim Material, Unterhalt und so weiter. Da haben wir stark vereinheitlichen. Da haben wir über 600'000 Franken am Brich brechen. Und nachher auch, wenn man sieht, bei den Versicherungen, da hat vorher natürlich vor der Fusion jede Unternehmung eine Sach- und eine Haftpflichtversicherung gehabt. Jetzt hat man da eine Ausschreibung gemacht, hat das zusammengezogen, in ein Portfolio eigentlich gesteckt. Und da haben wir auch mehrere 100'000 Franken schlussendlich einsparen. Das sind so zwei von den größten Beispiele in Bezug auf die Synergieeffekte, die wir im letzten Jahr erzielen konnten. Ihr seid ja das zweitgrößte Spanunternehmen im Oberwallis. Was ist so das Erfolgsgeheimnis von der OLED-Spanne? Das Erfolgsgeheimnis von OLED-Spanne ist sicher so, wie wir positioniert sind. Wir sind im Winter sehr, sehr gut aufgestellt. Wir haben sehr tolle Pisten, wir haben tolle Anlagen. Das kannst du dich wirklich sehen. Natürlich alles irgendwo im Hintergrund vom grossen OLED-Gletscher. Das ist ja auch in unserem Logo in dem Sinne erkennbar. Es dreht sich alles um den OLED-Gletscher. Und jetzt spannt eigentlich der Bogen zum Sommer. Im Sommer haben wir
tolle Ausflugsgipfel wie die Hoflüte, Moosflüte, Badmerhoren und Zeggischoren. Wir sagen denen Viewpoints und da probieren wir unseren Gästen entsprechende Erlebnisse zu bieten. Und ich glaube, das ist der richtige Weg, den wir hier eingeschlagen haben. Ihr habt es ja schon angesprochen, im Sommer könnt ihr auch immer viele Sachen machen. Was ist so noch geplant für den Blick auf den Sommer jetzt? Wir haben beispielsweise ein Projekt oben auf der Mosel. Wir haben ja hier im Herbst 2016 hat es ja da geologische Bewegungen gegeben. Aufgrund dessen, dass der Rolletsch-Gletscher ist zurückgegangen, haben sich die Bewegungen aber bis zum Brief in den Bereich von der Bergstation Mosflüe am Brief gespielt. Und es hat dann westlich von der Bergstation Mosflüe in dem Gelände also Risse oder Schründe gegeben. Und wir wollten jetzt eigentlich die Prozesse, die da sind abgegangen, die wollten wir im Rahmen von einem sogenannten Geologiestag unseren Gast euch weiter vermitteln. Jetzt habt ihr ja in den letzten 5 Jahren gegen 74 Millionen Franken investieren müssen. Wie sieht es uns in der Zukunft? Werdet ihr viel investieren oder wie tut man da investieren? Wir werden jetzt dann sicher eine Phase haben, wo wir ein bisschen müssen konsolidieren müssen, wo wir müssen zurückfahren müssen. Jetzt haben wir ein riesiges Tempo gehabt mit diesen Investitionen. Logischerweise stehen die ein oder andere Investitionen trotzdem an, aber sicher nicht mehr in diesen Grössenordnungen jetzt, gerade in den nächsten Jahren.